Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 24 oder ist es 23? Ne, ich glaube, es ist 24. 24 von Shapes.io. Wir haben letztes Mal ja diese Maschine ja fertiggestellt. Allerdings fehlt uns da jetzt der Fortlauf des Fließbandes, dass der voll ist. Da müssen wir halt gucken. Wir haben ja die eine Maschine, glaube ich, gar nicht dupliziert, sondern haben sie geteilt und ich glaube, da brauchen wir doppelt so viel. Das machen wir in dieser Folge, ne? Nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Diese Maschine ist hier riesengroß und hier oben läuft doch was nicht, ne, oder? Da kommen hier keine Teile, oder? Wieso kamen denn da jetzt gerade keine, oder wieso kommen hier keine Farbteile an? So wenig Farbe. Die kommen hier weg. Das heißt aber, die Farbe läuft schon, oder? Nee, hier ist doch... Die roten gehen alle hier rein. Aber nicht hier weiter. Da ist ein Band falsch rum. So, dann geht es auch ein bisschen besser, oder? So, jetzt sieht das so aus, als ob es läuft. Allerdings sehe ich jetzt mal, dass... Dieses Teil machen wir mal andersrum. Geht das so einfach umzubauen? Nee, ne? So kommen mehr. Und dieser hier, den machen wir gerade weg und machen den neu, ne? Sind das jetzt genug? Jetzt ist kontinuierlich hier voll, glaub, oder? Jetzt sieht es gut aus da. Allerdings fehlen sie insgesamt noch hier, ne? Aber wenn das Band hier voll ist, dann geht ja nicht mehr, oder? Aber hier, die blauen, da können noch welche bei sein. Okay, aber bei den blauen ist es so, dass da kein... Punkt mehr ist, wo ich noch einen dazu bauen könnte, ne? So wird es, glaube ich, noch gehen, ne? Geht das so? Ne, so geht es nicht. Schade. Das wäre es gewesen, ne, oder? Warte mal, aber wir können das dann so machen, dass wir hier den da wegreißen. Den gedreht dahin, genau. Und dann machen wir das hier nochmal. Wenn wir dann gleich mal die Shift-Taste gedrückt halten, geht das auch, ne? Jetzt drehen wir den nochmal rum. Machen den so. Ah, wieder Shift-Taste nicht gehalten. Hier machen wir das jetzt so. Da müssen wir, aha. Da müssen wir nochmal mal drehen, dass es noch da geht. So, jetzt sollten sie genug haben. Ja, dieses Ding brauchte man jetzt nicht eigentlich, ne? Aber das wusste ich da noch nicht, dass man das so machen kann. Aber wir haben es jetzt geschafft. So, die blauen kommen hier wunderbar reingelaufen. Hier fehlt aber immer noch einer zwischen, also sind eigentlich nicht genug. Aber dem ist halt so, das können wir jetzt nicht ändern. Ja, es ist definitiv so, dass Blau fehlt. Haben wir denn hier noch Blau in der Nähe? Nee, ne? Nicht wirklich, doch, da links wäre Blau. Ist ein ganzer weiter Weg da hoch, aber müssen wir jetzt mal machen, glaube ich. Und da müssen wir dann so einen bauen, ne? Passt der? Der passt.
So, jetzt sollte das auf jeden Fall ausreichend sein, dass... Ach, hier ist jetzt tatsächlich schon ein Stau, ne? Hat sich's von alleine reguliert wahrscheinlich. Aber ist egal, ist nicht schlimm. Ist besser, dass wir so haben. Ja. Das läuft gelb. Ist jetzt nicht mehr volllaufend. Gelb kommt hier weg und grün ist da. Das bedeutet... So. Die grünen erhöhen. Und die grünen von dahin auch erhöhen. Ja, das Band ist auf jeden Fall jetzt voll. Jetzt fehlt es hier noch mit den roten, ne? Kriegen wir das Band auch voll? Ja, ist jetzt auch voll. Da stottert nichts, da stottert nichts. Jetzt sollten hier mehr Durchsatz sein. Dann klappt das auch mit den gelben, oder? Ja, das Band ist nicht ganz voll, aber ziemlich voll. Notfalls bauen wir noch einen um. Noch einen mehr dahin bauen, ne? Aber jetzt ist das Band voll. Ne, ich glaube, das passt schon. Das können wir so lassen. Optimierung hat stattgefunden. Das ist schon mal gut. Jetzt bauen wir hier aber noch das Wort dazu. Welche Maschine ist das? Diese Maschine ist das. Hier fehlt es in irgendeiner Form mit Flügeln. Kommen nicht genug Flügel durch. Hier fehlt es an Flügeln. Das Band ist auf jeden Fall jetzt voll. Und das ist auch voll. Dann sieht das schon mal besser aus, oder? Flügel werden da weggeschnitten. Das kommt auch gleichmäßig ziemlich da raus. Hier ist irgendwie einer immer weniger, aber... Hier stehen sie schon genug drin. Hier staut sich sie zurück und es ist immer einer da. Also das kann jetzt nicht sein. Passt eigentlich. Aber hier sind... Ja, hier werden die Teile ja fertig gemacht. Das passt schon auf der Seite und hier hin. Aber das Band ist nicht voll. Dafür ist es hier eigentlich voll, ne? Aber ja, ist halt so. Wir müssten nochmal so eine Maschine bauen dann, ne? Für die Flügel oder was war es? Für die Flügel. Weil die Kreise sind da, aber die Flügel nicht. Oh, hier ist so ein ganzes Sternfeld und da auch. Und wir brauchen einen roten Stern für den Hub, ne? Lass mal gerade reingeguckt sein. Also die sind wir wohl am Bauen und fast schon da. Hier geht's auch voran, da geht's auch voran. Das nächste ist definitiv das Hub. Das ist, glaube ich, hier auch der gleiche wie im Hub, oder? Ja. Okay, das bedeutet, wir müssen da mal weiter gucken dann. Wie viel laufen da denn jetzt so rein? 2-1 sind es schon. Ich glaube, das lasse ich erstmal so weiterlaufen. Jetzt müssen wir den Stern bauen. Den hatten wir jetzt gerade irgendwo hier, ne? Oder? Ja, hier war der Stern. Ja, und der muss in Rot werden. Rot haben wir da oben. Da ist auch noch ein Stern. Haben wir hier vielleicht in der Nähe noch einen Stern, der näher beim Rot liegt? Da wäre er. Und was war das andere noch? Ein gelber Kreis. Ein gelber Kreis. Kreis, ne, das ist nur ein halber Kreis. Und gelb, ach, gelb muss gemischt werden, ne, aus... Hier ist doch das, ne? Ja, da gibt es gelb aus grün und rot. St
Steuerung, Bereich markieren. Diese Maschine markieren wir gerade. Dann Steuerung C fürs Kopieren, das uns 600 kostet, wenn wir es bauen. Okay, da ist was fertig geworden. Und das machen wir mal rotieren. Reichen die Grünen da unten? Schwierige Sachlage, ne, oder? Machen wir trotzdem. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Aber das ist, ruckelt hier ein bisschen, ne? Nee, das muss gedreht werden. Nochmal drehen und die beiden da rein. Und den können wir auch noch bauen. Und der geht da hoch. Nee, das war jetzt ein bisschen falsch hier. So sollte das nicht werden. Und der kann auch weg. Der kommt dann dahin. Und der kommt dahin. Und dann können wir den eigentlich von da aus nach da bauen und passt schon. So, das gleiche Ding kommt dahin. 2, 4, 6, 7 sind das da. Den muss ich einmal andersrum machen und dann sollte das klappen, ne? So, und von da nach da anschließen. Dann haben wir schon mal die gelben für den Kreis. Ist hier in der Nähe ein Kreis? Ne, dann bauen wir hier so eine Geschichte hier. Müssen wir dann zerschneiden, drehen und dann machen wir das, ne? Gut, wo sind wir denn mit unserem, warte mal, da sind auch solche. Dann nehmen wir die, schmeißen die Hälfte weg und die andere Hälfte nehmen wir. Und wo war dieses Teil, wo wir hatten? Ich glaube, hier war irgendwo das mit dem Wegschmeißen schon, ne? Hier ist es doch eine Maschine dafür passend. Dann müssen wir die markieren. Ja. Kommt das so passend? Ja, das kommt alles so passend. Gedreht werden sie da erst und dann, ja, dann passen sie für das nächste. Wo waren wir hier schon? Da ist das Gelbe für den Kreis. Und hier ist unsere Maschine, die wir jetzt dann noch hinbauen wollen. Wo die dann da reinlaufen, ne? So sieht es doch ganz gut aus, oder? Drehen wir den nochmal. Und jetzt drehen wir den nochmal. Gehen gerade ein bisschen rüber und dann nochmal das Teil hier. Machen wir da 4 und da 3, dann sehen wir, wie es wird. So, jetzt müssten die da geschnitten rauskommen, ne? Ja, passt. Die Kreise können wir dann zusammenbasteln. Ja, das heißt, jetzt brauchen wir die Bastelmaschine. Das ist diese hier. Okay, das bedeutet wieder Steuerung kopieren. Und zwar hier lang, ne? Und zwar bis da sollte reichen. Dann Steuerung C drücken, dann haben wir das Muster. Der Spaß kostet uns ein Tausender.
Wir drehen das Ganze einmal. Und dann kommen die wo rein? Ist hier unten Platz? Ja. Ausgang ist da und Ausgang ist da. Wieso? Ah, shit, ich habe da unten was angeklickt. Steuerung V war es. Naja, zum Glück. Habe ich das jetzt schon gedreht? Ich glaube ja. Kann ich den so anschließen? Ich weiß nicht. Machen wir gerade lieber so. Wieso ist denn das hier? Ach so, die laufen dann weiter, ist klar. So, jetzt müssen da ganze Kreise rauskommen, ne? Tut's auch. Wunderbar. Die Kreise kommen bis da unten hin und dann müssen wir jetzt die gelbe Farbe noch haben, die es hier gibt. Wo müssen wir die denn abholen hier? Ah, hier oben holen wir die ab. Ja, das heißt, hier oben ist noch ein Sternchen am Leuchten. Und das sagt hier Stufe 5 erreicht. Das hier ist fertig. Aber wir haben schon das Teil da. Das ist aber nicht so schlimm, wir brauchen bestimmt noch mehr. Ach ne, hier ist das Upgrade. Da haben wir zwar schon Stufe 5, weil rot, aber hier haben wir Stufe Upgrade. Jetzt ist da auch Stufe 5. Und da müssen wir so ein Teil haben. Oh, diesen Kreis hier haben wir gerade zerschnippelt, aber den gibt es da noch mehrfach. Den sollten wir dann auch bauen können. Wir sind aber erstmal hier weiter. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.